Hold on to your mug. We're in for a wild night. Kobold in the Catacombs sind da. Drei neue Packs. Yay. Und die Magier Legendary. Magierwaffe. Illumith. At the end of your turn, draw three cards. Yay. Neue Quest mit Pack. So Leute, neue Erweiterung ist da. Kobold in Catacombs. Ich habe hier 96 neue Packs. Ich habe die Quest mit dem Dungeon Run noch nicht gemacht. Was denn 97 wäre. Ich habe jetzt nur Vorbesteller. 50 Packs. 40 Packs habe ich mir für Gold gekauft, weil ich 4000 Gold hatte. Und 6 Packs gab es gratis. 3 zum Release heute. Und nochmal 3 durch Tavern Brawls, glaube ich. Fangen wir mal an. In den ersten 10 müsste eine Legendary drin sein. Oh, schon mal eine doppelte. Cool. Wieder eine doppelte. Destroy Friendly Minion Restore 8 Health to your Hero. Ich glaube, dass sie ziemlich gut ist, die Karte. Die glaube ich auch, dass sie ziemlich gut ist. Die schon wieder, die schon wieder, die schon wieder. Wow. Oh, eine Epic. The End of Return Recruited Dragon. Ich glaube, dass die ziemlich gut ist. Mit was gibt's schon für schlechte Drachen? Außer vielleicht Bockwürm alleinstehend. Wieder den Stein. Welches Pack ist das? Das 8. glaube ich. Okay. So, und jetzt heißt es wahrscheinlich in den nächsten 50 Packs, so wie ich mich kenne, werde ich keine drin haben. Keine Legendary. 4-12. Zum Beispiel mit dem Recruiter. Nochmal. Crushing Hand. Oh, Schurken-Secrets. Return one of your destroyed weapons to your hand. 3-1-3. Wenn ich davon ausgehe, dass ich die Waffe dann immer noch anlegen muss und es auch nochmal Mana kostet, finde ich die Stats 3-1-3 ziemlich schlecht. Goldene. Mehr Schurken-Secrets. Noch mehr Schurken-Secrets.
Eine Epic. Shuffle 3 Emeralds into your deck when draw summon 2/2 Spiders. Die ist krass. Die finde ich richtig krass. Vor allem mit diesen neuen Copykarten. Schurke finde ich klingt ziemlich interessant mit dieser Erweiterung. Okay, Pack Nummer 20. Ne, Epic. Reveal a spell from your deck. Summon a random minion with the same cost. Ja, solange, sobald man einen 2-Mana-Spell bekommt, ist die Karte gut. Die finde ich krass. Mehr Karten, die wir schon alle haben. Give your minion death rattle, summon a random basic totem. Also damage the minion next to whomever this attacks. Goldene Rare. Oh, die haben wir jetzt schon dreimal normal gezogen, jetzt einmal ein Rare. Cool. Dust. Cost 0 if you cast a spell that costs 5 or more this turn. Okay. This turn. Okay, krass. 5 Mana Spell, dann kriegst du den gratis. Return one of your destroyed weapons to hand. Das ist die Karte. Dieser Crap. Die schon wieder. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Add 3 silver hand recruits to your hand. Ach, die Karte. Oh Gott. Okay, das ist jetzt, glaube ich, fast 20 Packs her, dass ich meine letzte Legendary hatte. 1920 müssten es jetzt sein. Epics kommen ganz schön viele, finde ich. Oh, die ist geil. Oh, Legendary. Hunter. Na toll, die wollte ich nicht haben. Also wenn ich noch einen Wunsch äußern könnte für die nächste Legendary, dann... Ich glaube, die Schurkenwaffe. Ich glaube, auf die habe ich Bock. Die neue Schurkenwaffe. Was gab's noch? Oder die Priester Legendary, den Drachen. Ich glaube, es ist ein Drache.
haben wir, glaube ich, auch schon. Okay, das war die Hälfte. Jetzt kommt die andere Hälfte. Wer hätte das gedacht? Ich gucke mir gerade nebenbei die Animation des Packs an, wenn es sich öffnet. Diese Edelsteine und Münzen, die hier in alle Richtungen fliegen. Okay, erstmal eine goldene Kammen. Battlecry, recruit a minion that costs 4 or less. Okay. Und eine Legendary. King Torquwaggle. Swap decks with your opener's opponent. Give them a ransom spell to swap back. Ach, die Karte. Oh Gott. Wieso muss ich immer Crap an Legendaries bekommen? Goldene Rare. Battle Royale Summon random one cost minion for your opponent. Reveal a spell from your deck. Deal damage equal to its cost to all minions. Oh, das ist krass. Ich glaube, die ist ziemlich stark, die Karte. Level up. All friendly characters. Es soll kein Overheal geben. Das heißt, wenn du zwei Mobs auf dem Feld hast, die vielleicht nur einen Schaden bekommen haben, würdest du immer noch 10 an deinem eigenen Gesicht halten. Alter, wie oft wir die Karte jetzt schon drin hatten. Vor allem, wie oft wir sie schon doppelt in einem Pack hatten. Genauso wie den Bogen, diesen Wachsbogen. Okay, jetzt habe ich sie so auf jeden Fall zum dritten Mal. Jetzt kann ich sie auf jeden Fall entzaubern. Okay, letzten 30 Packs. Ich hoffe, hier ist noch eine Legendary drin. Wieder die Karte. Restores 3 health to all friendly characters. 333. Damit ist sie doch besser als der Earthen Ring Farseer, der auch 333 hat, aber nur 3 Leben an einem Ziel macht. Hier sind es zwei Leben an alle Ziele. Goldene Rare. Destroy a minion with one or less attack. Recruit 3 minions that cost 2 or less. Call of Arms. Desperately gains 3 armor. Destroy your opponent's left and right most minions. Die ist cool. Rare.
Dieser Gargoyle. Die wieder. Dragon Hatcher. Komm schon. Gib mir noch eine Legendary. Entschuldigung. Die finde ich auch geil. Vor allem, ich frage mich, wenn ich die mit Fendral zusammenspiele, heißt es, ich kann alle 6 Effekte passieren gleichzeitig. Also ich ziehe 2 Karten, alle Minions kriegen 2 Angriff und ich kriege 12 Rüstung mit Fendral. Fendral kostet was? 4 Mana, also für 8 Mana. Klingt nach einer interessanten Möglichkeit. Okay, letzten 10 Packs. Wieder Gilded Gargoyle. Der Hammer ist auch schon wieder dabei. Zweimal das Schild, was ich ziemlich geil finde. Oh, da ist noch eine. Was ist das hier? Ich kann es nicht genau erkennen. Ich glaube 5. Also das heißt, das 6. letzte Pack. Okay, für Schurke könnte die vielleicht ganz geil sein. Für die ganzen, das ganze neue Decktyp, was sich da aufsetzt mit diesen, ne, wieder Kopien machen, auf die Hand bekommen und so. Aber ich verstehe nicht ganz. Okay, choose a friendly minion, add a copy of it to your hand. Interessanter Effekt. Golden Copy? Okay, es ist halt wahrscheinlich wegen dem Charakter. Aber was passiert eigentlich, wenn ich diese Karte in golden habe? Dann ist doch der Effekt hinsichtlich, weil die goldene Karte würde doch so oder so eine goldene Kopie erzeugen. Oder sehe ich das falsch? Da kriege ich dann eine mega goldene. Mega goldene. Okay, ich erwarte jetzt keine Legendary mehr. Ja, die ist auch ganz geil, die Waffe. Hat so viel Angriff, wie du Rüstung hast. Oh, 2 goldene. Okay. Letztes Pack. Ich sage 4 Legendaries. Eine mindestens golden. Mindestens. Okay, eine Rare. Willkommen. Die hätten wir beide schon. Mehrfach. Wow. Das Deck ist. Pack ist scheiße. Gut. Gucken wir doch mal. Was haben wir denn an New? 4 mal die. Plus 9 plus mal die. 8 mal die, wow. Golden, golden.
Ach ja, genau, die Waffe hat man ja noch bekommen. Priester haben wir schon wieder so wenig Karten bekommen, tatsächlich. Dafür aber 1000 mal die. Golden. Die haben wir einen Golden bekommen. Die haben wir einen Golden. Die haben wir einen Golden. Die. Die. Den Drachen. Okay, die ist nicht so spektakulär. Ich dachte gerade, die wäre spektakulärer. Oh, guck mal hier. Habe ich auch irgendwo mal bekommen. Okay, das war's. 4600, das. Da kann ich mir wenigstens was herstellen von. Ja. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal gucken, ob die Karten demnächst irgendwann noch in Einsatz kommen. Tschüss.